Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Toto. Ich befinde mich mitten in meinem Dorf hier. Es ist, im Moment sind alle Dorfbewohner weg, denn wir haben früh am Abend und dementsprechend sind im Moment alle zu Tisch, aber ihr seht selber... Stop it! Ja, das war natürlich nur ein kleiner Scherz. Ich war heute Nachmittag im Real Life unterwegs und habe auch ein Kriegsdorf gefunden, wie ihr gesehen habt. Das ist der Grund, warum ich heute keine zweite Folge bringen konnte, weil ich einfach unterwegs war und es war so ein schöner Tag draußen. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Toto aka Thorsten, beim Clan Truvarias. Wir sind im zweiten Teil des Clankriegs angelangt. Ich bin mit Avatar unterwegs, da ich mit Thorsten ein Dorfbesuchsvideo machen soll, aber im Moment in den Clan nicht reinkomme. Und ich würde sagen, wir steigen auch gleich hier in die Replays rein. Es gab nämlich noch ein paar wunderschöne Kämpfe hier von Krümelmonster auf die 27. Die 27 ist allerdings mehr oder weniger ein Rathaus 8 mit einem Rathaus 9er Rathaus und sollte eigentlich noch von einem 8er gemacht werden. Da gab es leichte Abstimmungsprobleme wieder mal bei uns im Clan. Und so musste jetzt doch ein RH 9 an diese Base ran, aber er macht das hier ganz gut, ein bisschen Zotschücke mit den Hocks rein, da die Packers doch den Weg nach draußen gesucht haben. Und so werden das hier ganz lockere 3 Sterne werden. Und ich habe auch nicht alle Kämpfe gesehen gestern Abend, denn einige fanden doch noch zu sehr später Stunde statt, auch die ich mit meinen 9ern gemacht habe. Habe ich erst sehr, sehr spät gemacht und habe mit Thorsten dann auch heute erst angefangen, da ich kurzfristig mal meinen King hatte. Und beim AFA ist der King heute auch auf 25 fertig geworden. Gucken hier gleich weiter. Ich wollte eigentlich immer gerne die 1:1 Kämpfe zumindest zeigen. Ich hatte mir schon so ein paar zumindest mal rausgeguckt, auch aus dem oberen Bereich. Das wäre jetzt zweimal Krümelmonster gewesen. Das ist der Charlies hier mit einem lupenreinen Gohok, kommt also mit so einer kleinen Handvoll Magier hier oder zwei Hände voll Magier hier aus der Indie-Base rein, funnelt sehr schön, ist jetzt hier quasi schon so im ersten Quadrat und hat sich jetzt den Weg dann frei gemacht für die restlichen Truppen in die anderen Abteilungen, kommt hier jetzt ganz gut in die Base mit den Hocks rein und hat jetzt ziemlich viel hier, ziemlich viel Def für den Rest der Base, aber hat das gut gemacht mit den Hocks und den Heils. Ich hatte gerade Besuch, das müsst ihr mir nachsehen. Ich habe ja auch noch zwei Jungs, die leider noch auf sind, aber jetzt auch gleich das Zeitliche ins Bett segnen, also www.abinsbett.de. Und dann waren das hier sehr schöne 3 Sterne für den Charlies. Wir gucken mal ein bisschen höher. Das ist ein 10er. Das ist Sander, den haben wir gestern Abend schon gesehen. Lukas, den habe ich mit AFA gemacht, direkt nachdem der King wach wurde. Ich hatte mir eigentlich vorher schon überlegt, dass ich die Base hier mit einem Ghoulaloon mache und wusste aber nur nicht, von welcher Seite ich reinkomme, denn die Ghoulis kriegen hier erstmal ganz schön Beschuss und hier steht auch eine ganze Menge rum. Ich musste ja wenigstens so ein bisschen irgendwo funneln. Das ist mir aber doch ganz gut gelungen. Und setze hier allerdings, ja, der Sprung, der geht noch gerade so. Muss jetzt auch schon so ein bisschen hier die paar Truppen, die ich da noch habe, in Wut setzen, sodass die Golems wenigstens an die Lage gehen. Jetzt ist auch erst der Drachen weg. Also das hat mir alles ein bisschen lange gedauert. Und hier wird jetzt aber schön schon mal die Doppelbombe von beiden Golems ausgelöst und ich habe mir schon gedacht, dass da irgendwo in der Mitte die Tesla rumlümmeln und komme dann hinten ins Eck mit den Hunden rein. Habe gleich zwei Hunde auf die Lars gesetzt, also die Lars sich hier nicht überschneiden und die Loons eigentlich schön den Weg hier abfliegen können oder relativ schön den Weg abfliegen können. Und so machen die hier zumindest hinten schon mal
die Defek, das heißt, wir haben jetzt noch den Bogenschützenturm und wir haben noch die Kanone. Ich mache das mal eben etwas schneller. Jetzt habe ich noch King und noch Queen, beide noch am Leben und jetzt ist eigentlich schon alles weg. Habe die Queen dann auch irgendwann mal gezündet, dass sie beim Cleanup ein bisschen hilft. Und dann waren das hier schöne 3 Sterne auf die Nummer 17, 17 auf 17. Das war sehr gut. Hier gehen jetzt zwar nochmal die Lavawelten drauf, aber die Bauhütte des Todes geht denn doch dahin. Und wir schlängeln uns hier ein bisschen höher. Gehen einmal auf den Kampf 15 gegen 15. Das ist der Dan R oder R. Kommt hier mit einem Packerwalk in die Base hier rein. Also man sieht immer wieder, dass nach wie vor die verschiedensten Techniken irgendwo gängig sind, je nachdem wie die Bases hier aufgebaut sind. Und gerade mit dem Packerwalk, da muss man irgendwo was im harten Cleanup haben, nämlich Hogs. Ich habe auch schon mal mit dem RH9 das Ganze mit Walküren gemacht. Das geht auch, wenn man richtig eine Masse Walküren hat, denn die Walküren können ruhig, sage ich mal, gegen Ende dann alle nicht mehr da sein. Da ist es dann vielleicht an der Stelle wichtig, so wie hier auch. Es leben, ja, hier leben jetzt natürlich noch ein paar Hogs, aber so, dass die Packer am Ende eigentlich so ein bisschen fürs Cleanup sorgen. Das müssen sie hier jetzt wahrscheinlich auch, denn die 3 Hogs werden die 3 Dev-Gebäude da hinten jetzt nicht mehr schaffen, aber der King ist hier noch am Start. Alle 3 Packers sind hier noch am Leben und noch eine Handvoll Bowler, also die müssen sich jetzt zwar jetzt erstmal von Mauer zu Mauer durchfressen, aber gehen jetzt hoffentlich außen rum, was sie ja immer gerne machen. Hier haben sie es zurecht gemacht und auch richtig gemacht, denn jetzt tankt erstmal der King. Die Packer kriegen überhaupt keinen Schaden und der King ist auch immerhin schon Level 25, der kann also schon noch ein bisschen ab. Die Bola stört die Riesenbombe jetzt auch nicht mehr, die eine, und dann waren das hier echt super 3 Sterne, 15 auf 15. Saubere Sache von Dan hier oben. Das waren schon 2 Kämpfe hier. FIFO auf 13, den können wir uns ruhig anschauen. Denn diese Base hier habe ich leider nur mit 99% geschafft. Da hat mir hier hinten, glaube ich, hier dieser Bogenschützenturm gefehlt. Ich habe hier also einen kompletten Laloon drauf gemacht, da man hier die Queen sehr einfach ausschalten konnte und auch natürlich die Clanburg zu locken war. Der FIFO entscheidet sich hier für ein Gohok, auch gegen den Tesla hier, gegen den Tesla, wie komme ich eigentlich immer auf Tesla, gegen den Inferno hier. Und so weh tut er jetzt nicht auf Level 2 und er ist auch auf, dadurch er ist auf Single eingestellt, aber ich denke mal, da erwischt es den King jetzt als erstes, er zündet den King und setzt da sogar einen Sprung. Ich glaube, er hat überhaupt keinen Fries mitgenommen. Hat aber die Masse an Truppen jetzt. Jetzt kommen die Hogs schon rein. Die Hogs machen sogar den Inferno weg. Die Bola machen den Rest in der Mitte und die Hogs jetzt nochmal voll durchgeheilt. Er hat immer noch einen Wut und einen, nein, und 2 Heal sogar. Ein Wut, 2 Heal mit 3 Golems in so einer Base. Also Hogs haben ja nach dem letzten Update etwas mehr an Heal Points bekommen und das macht sich bei der Masse natürlich bemerkbar. Na, wenn wir hier 20 Hogs in so eine Base reinlassen oder 10 Hogs, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel es waren. Und jedes Mal muss die Def bis zu 60, glaube ich, oder 50 HP mehr runterschießen als vorher. Dann ist das schon eine ganze Masse, die sich dann am Ende summiert. Aber so waren das hier wirklich super. 3 Sterne hier auf diese Kastenbase, hätte ich fast gesagt. Sieht so ein bisschen Beet-mäßig aus, also so kleine Beete, so Abteile. Und hier hinten stand sowieso nur Cleanup rum. Da hat ein Magier oder 2 Magier locker gereicht noch mit einem Lakaien und ein Superfight hier vom FIFO auf die 13. Die war relativ zum Schluss auch. Auch hier Marcel 12 auf 12 in eine RH10 Base mit der Bola Gang. Ich glaube, es gibt jetzt in Clash Royale, gibt es ja jetzt so eine Gang. Die Kobold Gang habe ich irgendwo gesehen. Ich bin nicht mehr ganz auf dem Laufenden, weil ich es jetzt die ganzen Tage eher weniger gespielt habe. Ich habe mich so ein bisschen mit den Sachen hier auf YouTube und vor allen Dingen mal wieder mit meiner Stimme ein bisschen
beschäftigt, die ja nach wie vor, hoffe ich, jetzt doch langsam relativ deutlich hier in den Videos rüberkommt. Und ich bin gut zu verstehen, jetzt werden keine Sachen irgendwie verschluckt oder so. Das ist immer noch so ein bisschen mein Manko. Ich feile da immer noch so ein bisschen an den Feinsettings rum, sage ich mal. Denn das habe ich immer noch nicht richtig im Griff. Das Video aufnehmen, schneiden etc. Ja, mittlerweile mache ich meine Thumbnails auch ein bisschen anders. Das habt ihr sicherlich auch gesehen. Und ich hoffe auch, dass die ein bisschen besser zu erkennen sind. Und die sind jetzt, für mich sind die einfach etwas einfacher jetzt zu gestalten, da ich dort viel, viel schneller so ein Ding fertig habe. Und das Ganze soll ja auch immer ein bisschen repräsentativ sein für so eine Folge. Und dementsprechend fällt mir das jetzt relativ leicht, auch die Videos hier zu publishen. Aber wie gesagt, Stimme ist nach wie vor mein Manko, weil sie ja auch sehr tief ist. Versuche ich sie jetzt nicht künstlich aufzuhellen, sondern das würde dann das Ganze total verfälschen. Aber so ein bisschen rauer ist sie ja nun. Und ihr habt das auch im Vorspann gesehen. Ich hoffe, da hat auch jetzt, es war keiner erschrocken, der mich jetzt das erste Mal gesehen hat. So klinge ich tatsächlich, also das ist meine echte tiefe Stimme und das wäre blödsinnig, die jetzt irgendwo künstlich jetzt aufzupäppeln. Während wir hier im Hintergrund schöne 3-Sterne-Kämpfe sehen von einem RH11 auf ein RH10, sehr schöner Lalun hier. Oder Golalun war es ja sogar. Ne, Gola nicht. Lalun. Ein Lalun. Also Lavahunde und Luns. Jo, das sieht sehr gut aus. Und dann waren das hier starke 3 Sterne. Ich kann nicht alles zeigen. Das würde den Rahmen mal wieder dieser Folgen hier sprengen. Dann werden die viel zu lang und zu langatmig. Und ich konnte mich jetzt auch nicht wirklich tief auf diese Sachen vorbereiten, da ich auch erst spät heimgekommen bin. Ah ne, den haben wir gestern schon gesehen, damit haben wir gestern die Folge ja begonnen. Gestern spät oder beziehungsweise heute erst spät heimgekommen bin und konnte dann erst anfangen, überhaupt erstmal hier wieder ins Spiel zu kommen. Ihr kennt das selber, wenn man nach Hause ist, ist man erstmal platt. Ich brauchte auch erstmal einen heißen Kaffee, weil es denn doch etwas frischer wurde, gen frühen Abend hin. Und das macht sich dann auf den Rädern leider doch ein bisschen bemerkbar, wenn man immer so einen ganz leichten, kalten Wind hat. Also es war dann schon recht frisch. Aber mittlerweile sind wir ja ein paar Stunden zu Hause, haben uns alle ein bisschen aufgewärmt und machen uns jetzt einen schönen Clash of Clans Abend mit schönen 2- und 3-Sternen Angriffen. Wir haben auch gleich wieder ein CK gestartet und da gehe ich gleich kurz einmal drauf ein, weil ich sicherlich so den einen oder anderen Kampf dann immer mal wieder in den Folgen zeige, auch in den ganz normalen Motto-Folgen werden sicherlich immer mal wieder Kämpfe hier zu sehen sein, wenn ich sowieso schon da bin und es spielt sich hier im Hintergrund etwas ab. Aber so waren das hier. Schöne 2 Sterne. Ich meine, das ist jetzt der obere Bereich 2 auf 2. Und wir wollen 1 auf 2 auch nicht vergessen. Das wäre dann der letzte Kampf hier auch aus diesem CK, den wir gewonnen haben, wirklich gewonnen haben. Und den wollten wir auch unbedingt gewinnen. Ihr wisst genau, warum. Unsere Serie ist nicht so wirklich gut. Und für die moralische Unterstützung auch musste dieser Krieg hier irgendwo gewonnen werden. Wir wollten den auf gar keinen Fall verlieren und haben ja aber gut taktisch agiert, haben auch diesmal nicht bis auf den allerletzten Sticken angegriffen hier, sondern haben vor allen Dingen in der ersten Welle das gemacht, was wir machen, nämlich jeder macht erstmal sauber einen Angriff und dann gucken wir mal, wo wir anfangen konnten, sinnvoll aufzufüllen. Das hat hier diesmal gut geklappt, fand ich. So, jetzt sehe ich das gerade auch das erste Mal, wie Masse den gemacht hat hier. Denn er wusste nämlich nicht, wie ich das mitgekriegt habe, wie er da so in diese Mitte kommt. Auch irgendwie so ein bisschen tricky, die Base. So viel hat er jetzt auch in der Mitte nicht geschafft. Aber irgendwie haben die Walküren das wahrscheinlich im Blut,
nur das Rathaus zu machen. Und die haben auch echt nur das Rathaus da weggefischt, mit vielleicht noch so zwei, drei Dev-Sachen davor. Aber so waren das hier starke 58%. Na, da hinten hat er noch zwei, beziehungsweise ein Bogi ist das, der dann noch die letzten Prozente holt. Und dann war es das auch hier. Super 59%. Also wie gesagt, unsere Bilanz ist wieder grün. 82,75. Der Gegner hat auch nicht schlecht angegriffen. Meine Base hat mal so ein bisschen gehalten. Und ich muss sagen, wir haben aber auch so ein bisschen Pech gehabt mit den Erstangriffen. Auch ich habe da ein bisschen Pech gehabt, habe ich ja gesagt. 99%, ihr seht das, im ersten Angriff. Und auch mit meinen kleineren Accounts habe ich, glaube ich, hier mit dem Donnerbengel zweiter Angriff 99%. Also alles schon sehr, sehr knappe Dinger. Mit AFA habe ich den ersten 3 Sterne, den haben wir gesehen. Der zweite 93%. Also das waren hier wirklich schon starke und gute Kämpfe. Aber auch auf der Gegnerseite wurde stark angegriffen. Die ersten haben wirklich sehr, sehr spät erst ihre Angriffe gemacht und haben dann dementsprechend hier 10er noch gedreiert. Also das waren auch starke Dinger. Aber im 9er Bereich waren die jetzt nicht so gut. Es gab sicherlich ein, zwei, die waren sehr gut. Das haben wir gestern Abend schon gesehen, aber der Rest war mittelmäßig. Reichte halt nicht für uns. Okay, ich kann euch in dieser Base gar nicht erklären, was ich im Moment mache. Ich mache hier ja im Moment mit dem AFA eigentlich nur Helden und so ein paar Mauern, denn die Mauern sind irgendwann ruckzuck fertig. Vor allen Dingen jetzt, wo sie so günstig geworden sind. Ich bin aber eben auch mit diesem Account hier, bin ich ein bisschen abgefarmt worden, habe jetzt ein bisschen was vor mir, denn die Queen soll weiter wachsen. Da muss ich erstmal reichlich für reinfarmen. Aber das ist auch ein guter Account hier, gutes Pärchen, 25-25, da bin ich mit zufrieden. Und gucke jetzt aber nochmal in den aktuellen Clankrieg rein. Ich hatte eben nochmal geschrieben, wenn wir zwei Achter mitnehmen wie hier unten, dann kriegen wir unten immer Mist. Und so ist es auch, wir haben auch im nächsten Clankrieg hier unten Mist. Also das wäre der, den ich mit Barfuß machen muss. Und ja, ihr seht selber, das ist eine ausgewachsene RH9 Base, da bin ich ja froh, wenn ich den Base-Rand erreiche. Mal gucken. Das müssen also unsere Neuner machen, auch den hier unten müssen unsere Neuner machen. Und ich muss, soweit ich das gesehen habe, auch relativ mit dem AFA hoch. Das sind die einzigen beiden, die ich zurzeit in diesem CK habe. Alle anderen machen Helden. Also auch hier hat der AFA richtig was zu tun mit seinen 220 Truppen. Hier sind zwar nur Level 1 Infernos, aber irgendwie machen die ja auch Schaden. Und ich habe als RH9 nur 4 Zauber und hier warten auf mich zumindest 3 X-Bogen, auch wenn hier einer erst auf 1 ist. Ist also ein sehr frischer. RH10 hat auch noch nichts an Truppen gelevelt weiter, hat jetzt erstmal Bola raus, also hat die dunkle Kaserne wenigstens schon. Und mal gucken, wie der Krieg ausgeht. Ich hoffe, die Folge mit dem Avatar hat euch trotzdem gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wer noch kein Abonnent ist, rechts unten könnt ihr klicken, um ein Abonnent von mir zu werden, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dieser Woche in weiteren Videos, wenn der Toto wieder fremd clasht. Bye bye.